normal, 14 Jahre blonde Haare. Doch tief im Inneren verflucht sie diese Tage, weil sie nicht mehr weiter weiß, frisst sie alles in sich rein. Tag ein, Tag aus, rote Augen vom Wein. Sie denkt sich, warum ich, warum musste das passieren? Warum tut er mir das an, tut das keinen interessieren? Sie fühlt sich wie Dreck, benutzt, was soll sie machen? Sie duscht den ganzen Tag, um den Dreck abzuwaschen. Ihre Seele ist tot, so wie ihr leiblicher Vater. Der Schmerz geht vorbei, ist nur dummes Gelaber. Keiner weiß, was sie fühlt, was zu Hause abgeht. Was passiert, wenn er sich jede Nacht zu ihr ins Bett legt? Die Mutter weiß Bescheid, doch gegen ihn ist sie machtlos. Er säuft die ganze Scheiße im All und bleibt sprachlos. Jessie hieß das Mädchen, diese Story ist echt wahr. Sie wollte nur normal sein, jetzt ist sie nicht mehr da. Jessie. Sie war doch erst 14. Jessie. Doch erst 14. Wie lange kann ein Tag sein mit so viel Schmerz im Herzen? Fragt sie sich und starrt in ein Meer voller Kerzen. Ihre Oma sagte immer, sie sei ein Engel ohne Flügel. Doch jetzt fragt sie sich, warum bekommen Engel so viel Prügel? Keiner da, der ihr Kraft gibt, sie aus dieser Hölle holt. Keiner da, der weiß, dass der Teufel in ihrer Wohnung wohnt. In der Schule läuft es scheiße, wieder nur eine 4. Ihr Lehrer schaut sie an und fragt, Jessie, alles gut bei dir? Sie grinst und sagt, ja, ja, ist alles gut. Doch innerlich könnte sie gerade schreien vor Wut. Sie denkt sich, heute ist Schluss. Und heute sag es Mama, doch Mamas wieder randvoll, voll wie ein Eimer. Zurück in ihrem Zimmer schreit sie, ich will ein Engel sein. Ohne Schmerzen, ohne Leid, einfach nur frei sein. Sie öffnet das Fenster und steht auf der Planke. Engel können fliegen, war ihr letzter Gedanke.